Tag zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge von Call of Duty Mobile mit einem Absprung in Richtung des Windparks und der Turbinenfabrik. Wir testen mal, ob wir hier nochmal auf der Windenergieanlage landen können. Ja, das sieht doch gut aus. Also hier haben wir die Windturbinen, die sich hier drehen. Die steht etwas in die falsche Richtung gedreht. Ja, also heute soll es drum gehen. Fliegen wir weiter hier zu der Fabrik. Wie der Bedarf an Windanlagen und Photovoltaikanlagen ist, um die Energiewende zu schaffen. Nutzen wir hier die Seilbahn, um hier in die Fertigungshalle uns zu bewegen. So, also haben wir die ganzen Windturbinen stehen. Also hier die Turbinen, die Rotorflügel, die hier gefertigt werden. Da nehmen wir uns hier nochmal so eine Snipergewehr. Ja, dann haben wir jetzt die Flügel. Die Frage ist in dieser Folge, die wir diskutieren wollen, wie sieht das aus mit der Energiewende? Was brauchen wir, damit wir unsere Ziele erreichen? Denn wir müssen ja raus aus der fossilen Energieversorgung. So, das war etwas holprig. So, zu sehen, dass wir hier Land gewinnen, denn die Safe Zone sinkt gleich oder schrumpft gleich. Ja, also wie viel Windenergie, wie viel Photovoltaik brauchen wir? Wir müssen da raus aus der fossilen Energieversorgung. Im Moment haben wir ja doch noch einiges an Kohlekraftwerken. Wir sind also bei rund 20 Gigawatt. Steinkohlekraftwerken, gleiche Menge noch an Braunkohle. Derzeit haben wir in Deutschland auch noch Kernkraft. Das sind so ja, 4 Gigawatt, die Stand heute noch aktiv sind. Das sind noch 3 Kernkraftwerke, die wir betreiben. Da steigen wir Ende des Jahres 2022 dann aus. Obwohl natürlich jetzt die Kernkraftwerke CO2-neutral Strom produzieren, damit die anderen Nachteile, insbesondere das ganze Thema des Atommülls, was noch völlig ungelöst ist. Wir haben weltweit keine Endlager für den Atommüll. Jetzt mal hier kurz die Rüstung. Na. So, die falsche, die will ich haben. Ja, also von daher ist das nicht der richtige Weg. Wir haben dann noch 32 Gigawatt Gaskraftwerke. Da haben wir auch schon noch eine Folge zum Thema Gasnutzung oder Erdgasnutzung in Gaskraftwerken oder Blockheizkraftwerken zur Stromerzeugung. Bei der Windenergie, da haben wir uns ganz gut entwickelt in den letzten Jahren. Da sind wir jetzt so bei 57 Gigawatt Wind Onshore, das sind die Windanlagen, die wir gerade da hinten gesehen haben. Sieht man sie noch? Da sieht man sie noch. Das sind ja Onshore-Windanlagen, also Anlagen an Land. Dazu kommen jetzt noch knapp 8 Gigawatt Windenergieanlagen auf dem Meer, die sogenannten Offshore-Windanlagen. Und dann der weitere Baustein, den wir noch haben, sind so ja, gut 61 Gigawatt installierte Photovoltaikleistung, das heißt, dass wir aus der Sonnenenergie Strom machen.
Und schließlich haben wir dann noch, das haben wir jetzt ja hier auch in dem Spiel, 5 Gigawatt an Wasserkraft, wo das jetzt Laufwasserkraftwerke sind, also deutlich kleinere Anlagen als das, was wir jetzt hier in dem Spiel sehen. Das ist ja schon ein ziemlich großes Wasserkraftwerk. Ja, und das ist jetzt so der Energiemix, den wir haben. Was noch fehlt, auch im Spiel fehlt, sind nochmal 9,5 Gigawatt Bioenergie. Das heißt also, die Verstromung von Biogas primär und Holz. Also Hackschnitzel zum Beispiel. So, haben wir irgendwo was? Sollen wir vielleicht noch ein Fahrzeug nehmen hier? Ne? Ein bisschen langsam unterwegs. Da hinten ist vielleicht noch mal was. Ja, also das ist der Energiemix in Deutschland. Wir sind so bei knapp 50% Stromversorgung aus erneuerbaren Energiequellen. Das ist ganz gut. Und um unsere Klimaziele zu erreichen, also das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, ist eigentlich nicht mehr schaffbar für Deutschland. Auch global ist das fast unmöglich. Selbst das 2 Grad Ziel wird schon sehr, sehr anspruchsvoll. Das ist aber noch machbar. Und ja, wir müssten da doch deutlich zubauen an Photovoltaik und Wind und auch im nächsten Schritt an Energiespeicher. So, was wir hier noch so alles finden. Schauen wir uns okay. Ja, also wir müssen da deutlich zulegen. Ich glaube, ich nehme den hier mal und rüste das mal eben aus. Wo haben wir ihn da? Da sehe ich nämlich etwas mehr hier auf dem AK47. Ja, also wir müssen zubauen. Wir sind jetzt, wie gesagt, bei ungefähr 120 Gigawatt an Erneuerbaren und bis zum Jahr 2045, das ist ja so das Ziel in Bezug auf die Klimaschutzziele, müssten wir das ja, vervierfachen. Also wir brauchen bis dahin. So, können hin, da vorne über die Brücke müssen wir, alles klar. Also wir müssen deutlich zubauen. Das sind jetzt, habe ich so ein bisschen von den Studien auch, die man sich so anguckt. Also, das wäre bei mir im Institut gerechnet. Das Fraunhofer ISE hat das auch mal gerechnet, also eines der großen Forschungsinstitute in Bezug auf die Erneuerbaren in Deutschland. Auch die haben das mal gerechnet, jetzt nur für Deutschland. Wir haben es bei unserem Institut für ganz Europa gerechnet. Und ja, wir brauchen da rund 200 Gigawatt an Windenergie, 250, also sind wir schon eigentlich schon 260 Gigawatt. So, einmal den Felsen runterspringen. Sind die Kisten angetastet? Das ist interessant, dass hier noch keiner war. Dann nehmen wir die mit. Aber nichts dabei. So, was ist jetzt der? Da vorne, ist klar. Ja, und dann brauchen wir entsprechende Mengen natürlich auch noch an Photovoltaik. Das sind ja die beiden Säulen: Windenergie und Photovoltaik. Die Wasserkraft hat in Deutschland kaum Potenzial. Das liegt aber daran, dass wir die Fläche, die Infrastruktur nicht haben. Also dann die Kiste da im Wasser oder was, das ist da doof. Da vorne war das Wasserkraftwerk eingefroren, also da passiert nicht viel. So, wo landet die Kiste jetzt? Da sind die im Wasser. Ja.
Das hilft uns nichts. Ja, was heißt jetzt für die Photovoltaik? Da brauchen wir, also man unterscheidet noch zwischen den Freiflächenanlagen und den Anlagen auf den Dächern. Und so, das haben wir gerade geschossen. Von links kommen die Schüsse. So dass wir ja rund 140, 150 Gigawatt an Freiflächeanlagen haben, also wirklich auf der freien Fläche installiert. Und dann bei den Dachanlagen sind wir dann auch nochmal bei rund 300 Gigawatt. Das sind sowohl dann diese Satteldächer, wie man sie auf Häusern hat, aber dann auch die flachen Dächer auf Gewerbegebäuden, auf Industriegebäuden. So was man summa summarum bei 700 Gigawatt installierte Leistung sind. Das heißt, eine Vervierfachung der installierten Leistung. Und wenn wir die Ziele schaffen wollen, müssen wir so rund 20 Gigawatt pro Jahr zubauen. Da sind wir weit weg für den Moment. Wir schaffen jetzt im letzten Jahr haben wir rund 5 Gigawatt Photovoltaik zugebaut. Und da sehe ich nur, ja, rund 1 Gigawatt an Windenergie. Das ist tatsächlich viel zu wenig. So, haben wir jetzt die Kiste abgeschmissen. Auf der anderen Seite, da komme ich jetzt mit dem Auto gar nicht hin. Schade. Ja, also von daher, das ist machbar. Technisch finde ich anspruchsvoll, dort entsprechende Zubauraten hinzubekommen, aber das ist möglich. Und dann könnten wir unsere Energieversorgung, und die Energieversorgung in dem Fall meint tatsächlich Versorgung von Strom, Wärme und auch den Transportsektor komplett zu dekarbonisieren. Also frei von Treibhausgasemissionen im Betrieb. Das ist im Stromsektor relativ einfach, aber den Wärmesektor zu dekarbonisieren, das ist gar nicht so einfach. Denn wir müssen dann mit dem Überschuss Strom aus der Photovoltaik und der Windenergie dann synthetische Gase herstellen, Wasserstoff oder Methan. Damit ist die Diskussion eher Richtung Wasserstoff. Jetzt rüberschwimmen. Ist ein bisschen unsicher. Gucken, wie sich jetzt hier der Preis verändert, ne? Da geht dann doch eher zu, ne? Dann gehen wir mal und schwimmen hier rüber. Ja, also damit könnten wir den Überschussstrom brauchen wir, um Gase zu erzeugen. Das ist der Plan. Denn wir haben ja nun mal fluktuierende Energiequellen. Das heißt, so, wie so Wasser in Ordnung, was ist hier los? Das Glück hat noch. Ja, also fluktuierende Energiequellen. Schießt er jetzt?
So. So, wo ist er? Ja, also von daher, wir können das schaffen. Mit der Energiewende. Das ist aber ein großer Anspruch, den wir da haben. Das ist machbar. Wir müssen halt die Technologien, die wir haben, ausbauen, weiter nutzen. Und dann können wir unsere Klimaziele in Deutschland und auch Europa sogar weltweit erreichen. Das ist möglich. Von daher. Ja, gehen wir es an. Vielen Dank fürs Zuschauen dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.